Hätte ich gerne eine Klemmmaschine. Sie werden sich lächerlich machen. Ich mich? Die Spielregeln werde ich lächerlich machen, das ganze verlogene System. Wenn eine Frau sich ihrem Zukünftigen hingibt, kommt es ja nicht darauf an, ob sie sich vorher auch schon anderen hingegeben hat, sondern ob die gezählt haben für sie. Darauf kommt es an. Gezählt hat keiner von denen. Aber gezahlt haben doch alle, oder? Dann kannst du mich ja heiraten. Später vielleicht. Später will ich nicht mehr, da heirate ich selber. Mariechen! Also ich weiß auch nicht, wo sie das her hat. Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie in Zukunft nicht mehr erschrecken werde. Wissen Sie auch, wie Sie mir dabei helfen können? Nein. Indem Sie immer eine Minute früher da sind als ich. Damit alles wieder seinen geordneten Gang nimmt. Lola, der Aufstieg eines Mädchens aus jenen Tagen, als die Trümmer der Vergangenheit beseitigt waren und die Zukunft gerade begonnen hatte. Mariechen, Mariechen, was soll da aus dir werden? Deine Oma ist eine spionierende Putzfrau, deine Mutter eine aussätzige Hure und dein Vater ein lebenslustiges Schwein. Schauen Sie mich an, ich kann immer, muss nie. Am Tag als der Regen kam, weit und breit, wundersam. Kein Lügner, kein Betrüger, kein Heuchler. Sie sind einfach nicht korrupt, Herr von Bohm. Wir, die verantwortliche Baubehörde dieser Stadt, haben die Aufgabe, diese expansiven Kräfte zu unterstützen. Eine Anerkennung müsste man ihm zukommen lassen. Du könntest ihm doch ein Stück von deinem Arsch zukommen lassen. Kann er sich einen Schweinebraten draus machen? Das sind alles Ihre Schuldbeweise, Herr Schuckert. Das geht dich nichts an! Aber das geht dich wohl was an! Schließlich bezahle ich für dich! Im Bett! Aber nicht hier! Im Bett! Und hier! Und überall! Und alles! Ich werde sie zerstören. Zerstören und vernichten! Sie alle! Und die Ruhe mit! Lola. Ein Film um Liebe, Macht, Profit und Moral.